Hallo zusammen, wir wollen uns heute mal eine ganz spannende Partie etwas genauer anschauen. Im Original gespielt im Jahre des Herrn 2020 und daher natürlich online. Der Alleinspieler schaut in so eine mittelstarke Karte, dem ist schon klar, dass das wahrscheinlich eine enge Kiste wird, und nach ein, zwei nicht so glücklichen Entscheidungen steht er jetzt mit dem Rücken zur Wand, die Partie ist im Prinzip verloren, aber er möchte sich noch nicht so richtig mit der Niederlage abfinden und packt kurz vor Schluss noch so einen sneaky Move aus, einen hinterhältigen Zug, und damit ist es ihm im Original tatsächlich gelungen, diese Partie noch zu gewinnen. Deswegen schauen wir uns das jetzt zunächst mal im Schnelldurchgang an und danach nochmal etwas detaillierter mit offenen Karten, um alle Blickwinkel damit reinzubringen auf den listigen Zug des Alleinspielers und vor allen Dingen natürlich, um euren Blick zu schärfen als Gegenspieler, damit ihr gegen solche Tricks besser gewappnet seid. Ihr könnt die Partie übrigens auch in der Skat-App nachspielen, Skat Rätsel Nummer 81. Schnell ist es passiert von Heiko Fischer. Heiko, an der Stelle einmal herzlichen Dank für diese sehr interessante Partie. Was also ist passiert? Mittelhand schaut auf ein ausbaufähiges Blatt, was ihm erstmal 18 wert ist, Vorhand hält aber, und dann wird hier gepasst aufgrund der doch etwas schlappen Beikarte und der Mittelhandposition. Hinterhand hat auch kein Gebot mehr, Vorhand ist also Besitzer, schaut in den Skat, drückt und sagt ein Herzspiel an, welches mit dem Pik Buben eröffnet wird. Von uns Herz 10, von unserem Partner Karo Bube. Der Alleinspieler setzt mit Trumpf von unten fort, Trumpf Lusche, Trumpf Ass, von unserem Partner die Trumpf Lusche. Auf den langen Weg jetzt die kurze Farbe, Karo König, Karo 10 wird vom Alleinspieler gestochen mit dem Trumpf König. Jetzt kommt kein Trumpf, sondern Kreuz König, wir bleiben weg und unser Partner zur großen Freude sticht mit der Trumpf Lusche. Wenig überraschend, Karo Lusche, Abwurf Pik Lusche durch den Alleinspieler, von uns die Pik Dame. Und jetzt folgt Karo Lusche und der Alleinspieler sticht mit dem Kreuz Buben. Und jetzt die Frage in die Runde, welche Karte sollten wir legen, um das Spiel sicher zu gewinnen und warum? Ja, natürlich in diesem Szenario schon ein wenig verräterisch, aber wenn wir mal ehrlich sind, aus dem Bauch raus, wer spielt es denn anders? Pik 9 fliegt doch weg, jetzt können wir potenziell auch Pik Ass stechen, das ist zumindest erstmal das, was unser Bauchgefühl sagt. Der Zug sieht einfach super natürlich aus und genauso ist es im Original auch passiert. Und warum klappt das nicht, beziehungsweise warum sind wir jetzt genau in die Falle des Alleinspielers getreten? Der spielt jetzt einfach die Herz-Dame raus, wir kommen mit dem Herz-Buben ans Spiel und müssen jetzt selber aus dem Kreuz-Drilling aufmachen. Der Alleinspieler steht natürlich noch in dem jetzt inzwischen blank geworfenen Pik-Ass und der bestellten Kreuz-10. Er bekommt vor allen Dingen als entscheidende Karte die Kreuz-10 nach Hause und gewinnt das Spiel ganz knapp. Und wenn wir das eben vorhersehen, was der Alleinspieler vorhat, dann bleibt hier als Konter auf diesen Vorstich mit dem Kreuzbuben eben nur eine richtige Karte, und da sage ich Hut ab, wer das sofort erkannt hat. Es ist der Unterstich mit dem Herzbuben, um diesen Einschub mit dem Herzbuben zu verhindern und damit ganz sicher zwei fette Stiche in Kreuz mit der Kreuz 10 einfahren zu können. Abwurf Kreuz 9 oder Kreuz Dame funktioniert auch nicht, dann hat der Alleinspieler die Möglichkeit, einfach erst nochmal das Pik Ass abzuziehen und uns dann in den Herzbuben einzuspielen. Ja, so also im Originalverlauf gewonnen, und das sollte natürlich nicht so oft passieren, dass man kurz vor Schluss noch um die Früchte der wohlverdienten Arbeit betrogen wird. So, dann schauen wir uns nichtsdestotrotz das Spiel nochmal komplett an, denn da sind wirklich noch ein paar andere Aspekte drin, die es zu beleuchten lohnt.
So, da haben wir die komplette Partie. Schauen wir zunächst mal in die Karte des Alleinspielers. Der hat 5 Trumpf mit den beiden Alten und dem Herzkönig zu dritt. Kreuz, 10 König, Lusche in der Beikarte und Herz Ass Lusche, Pik Ass Lusche gedrückt. Natürlich Karo Dame 7, denke ich mal relativ alternativlos. Der Herz natürlich ein Stück weit stärker als der Kreuz, wegen der besseren Beikarte. Aber klar, der hängt schon sehr stark an einer günstigen Verteilung, hauptsächlich in Trumpf. Und das war ja hier auch gegeben. Dafür allerdings waren die Kreuzen nicht so schön verteilt. Spieleröffnung, ich denke auch das eine gute Idee. Erstmal hier mit dem Pik Buben und auch eine ganz übliche Idee. Trumpf 10 fällt und unser Partner gibt den Karo Buben, denn er erkennt schon, wenn er den Buben nicht gibt, dann wird auf den Kreuz Buben wohl auch noch das Trumpf Ass verlustig gehen. Das heißt, wenn überhaupt, dann macht der Herz Bube hier einen Stich. Und beziehungsweise wenn überhaupt, gibt es einen Trumpfstich und der kann jetzt mit dem Trumpf Ass erfolgen. Wenn der Alleinspieler die drei oberen Buben hat, ist es sowieso egal. So, Alleinspieler jetzt mit der Trumpflusche. Auch das schon so eine pfiffige Idee, eine typische Idee für den erfahrenen Spieler, mit dem Pikbuben erstmal einen Trumpfvollen einsammeln und danach noch einmal von unten vom Stich gehen, nicht einfach den Kreuzbuben hinterher spielen, denn so gibt es ein bisschen mehr Verteidigungsmöglichkeiten und Kontrolle auch gegen einen ungünstigen Trumpfstand. Auch wird die Karte ein bisschen länger maskiert, beziehungsweise die Anzahl der Trümpfe. Trumpf Ass von uns, Trumpf Lusche von unserem Partner. Jetzt natürlich noch relativ wenig bekannt. So gesehen die Standardstrategie auf den langen Weg, eine kurze Farbe, ganz natürlich. Und unser Partner kann sich jetzt natürlich im Prinzip überlegen, ob das schon so eine super Idee ist, hier auf den Karo König mit der 10 raufzugehen, denn es ist doch relativ offensichtlich, dass wenn der Karo König blank war, die beiden Karos gedrückt sind, und wenn der Karo König nicht blank war, dann ist es noch unwahrscheinlicher, dass der Alleinspieler Karo hat. Er kann auch deswegen an sich ganz gut mal tauchen, weil er eben kreuzfrei ist und da noch Möglichkeiten hat, diese Vollen unterzubringen. Also stärker wäre es gewesen zu tauchen, dann steht die Partie übrigens bei optimaler Spielweise auf 61 für den Alleinspieler. Nachdem hier die Karo 10 fällt und der Spieler stechen kann, ist die Partie noch deutlicher gewonnen, aber nur, wenn der Alleinspieler jetzt eben mit Trumpf einmal von oben hinlangt und die beiden Trümpfe einsammelt. Und ich denke, das ist auch erkennbar an diesen Trumpfstichen der ersten beiden Trumpfrunden, dass die Trümpfe 3 zu 3 stehen müssen. Also warum legt der Spieler hier die Trumpf 10? Wohl nicht aus dem Vierling, sondern wenn dann überhaupt aus dem Drilling oder aus dem Zwilling. Aber wenn der eben hier nur 2 Trümpfe hat, dann hätte der Spieler mit den 4 Trümpfen den Karo Buben wohl nicht gegeben. Also ich denke, es ist, wenn der Alleinspieler genauer darüber nachdenkt, schon zu erkennen, dass die Trumpfkonstellation sehr wahrscheinlich 3-3 ist. Deswegen wohl der stärkste Zug jetzt hier mit dem Kreuz Buben nachzulegen, und damit wäre die Partie dann auch gewonnen. Wenn danach Kreuz 10 etwa kommt, dann setzt sich der Spieler schön in Hinterhand und hat noch die Kontrolle über einen weiteren Vollen. Stattdessen jetzt Kreuz König, gut, insofern nachvollziehbar, als hier auch noch eine Baustelle ist und der Spieler erstmal schauen möchte, wie reagieren die Gegner auf den Kreuz König. Er ist ja mit Karo Abstich sowieso aufgeflogen und wird irgendwann seine Kreuzen klären müssen. Das wird ihm jetzt hier natürlich zum Verhängnis, weil Kreuz 4 zu 0 verteilt ist. Der Spieler hier taucht natürlich, wo Karo gestochen war, und jetzt der Einstich mit der Trumpflusche verrät die Karte komplett. Der Spieler muss jetzt hier, der am Stich ist, auch sehr präzise nachsetzen. Er darf sich keinen Patzer leisten. Nur die Karo-Luschen fortzusetzen, hält die Gegenspieler im Rennen, aber das sind natürlich, muss man sagen, jetzt auch gar nicht so schwere Entscheidungen. Alleinspieler zunächst mal die Pik-Lusche, und jetzt kann man hier natürlich auch anders fortsetzen. Es muss ja nicht die Pik-Dame gelegt werden, es kann auch Kreuz-Dame gelegt werden oder sogar ein Stich mit dem Herz-Buben und dann der Rückschub in das blanke Ass. Das würde auch beweisen, dass hier der Durchblick besteht, dass die Karte schon komplett erkannt ist, aber ich denke, es ist der natürlichste Zug und vor allen Dingen führt der auch erst zu dem Verlauf, den wir gesehen haben mit dem pfiffigen Zug des Alleinspielers. Es ist der natürliche Move, hier erstmal die Pik Dame fallen zu lassen.
Karo 8 hinterher, und jetzt muss man eben würdigen, der Alleinspieler hat erkannt, ja, ich stehe jetzt hier gegen diese vier Kreuzen und den Abstich natürlich auf Verlust. Das war nicht so eine gute Idee. Wenn überhaupt, dann kann ich es noch lösen, indem ich den Spieler hier einspiele, und das geht eben nur mit der Trumpf-Dame, also Vorstich mit dem Kreuz-Buben, und das ist eben wirklich schon gut gespielt, muss man sagen, im Verlauf reagiert auf das, was da passiert ist, und noch nach einem letzten Strohhalm gegriffen, und schnell ist es passiert. Ne? So ist es auch passiert, Pik Lusche sieht hier natürlich aus, und jetzt muss der Spieler hier wirklich höllisch aufpassen, dass er diesen Trick durchschaut und untersticht, denn ansonsten kommt eben der Einschub mit der Trumpf-Dame, wie es im Original passiert ist. Auch Abwurf etwa Kreuz hilft ihm nicht, denn das kann sich der Spieler hier letztlich ja auch schon ausrechnen. Er weiß oder ahnt, wo der letzte Bube steht, er weiß, wo die beiden Kreuzen ist. Nach Abwurf Kreuz Lusche müsste er eben einmal das Pik Ass noch abziehen, bevor er dann die Herz Dame rausschubst und hinten raus die Kreuz 10 nach Hause bringt. Die Kreuz 10 ist hier so oder so die entscheidende Karte. Ja, hoffe, euch hat auch in der Detailtiefe dieser Ausflug Spaß gebracht. Bedanke mich für eine sehr großzügige Unterstützung bei Willi Menzel und freue mich, einen neuen Patron begrüßen zu dürfen, Markus Dillmann. Herzlichen Dank dafür, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich morgen beim SenseGuard Live ab 21:30 Uhr und bis dahin, wie immer, gut Blatt.